begrüße Sie herzlich zur DVD-Vorschau von Modellbahn TV, Ausgabe Nr. 22. Ja, angefangen hat alles vor 17 Jahren, wo meine große Tochter noch sehr klein war. Und wann es wird enden, weiß ich noch nicht. Wir auch nicht, aber wir vermuten mal nie. Wie gut das K-System funktioniert, davon können sich die Fallerkunden anhand der ausgereiften Produkte tagtäglich selbst überzeugen. Bei den Kunststoffgebäuden ist nach wie vor ein sehr großer Aufwand im Bereich von Formen und Werkzeugen erforderlich. Eisenbahn muss einfach rollen. Eisenbahn muss fahren, man muss sehen, was tut sich da, was bewegt sich da. Und es ist natürlich viel, viel schöner, wenn der Kunde, wenn der Endverbraucher, der Händler hier vor Ort sieht, wie die Fahrzeuge fahren. Jetzt wird es richtig tierisch. Bei noch ist die Sau los. Im schicken Cargo-Look präsentiert sich diese Variante aus dem Hause Fleischmann in der Nenngröße N. Die Neukonstruktion stammt von Märklin und überzeugt rundherum. Wir sind jetzt gute 3 Jahre dabei und können mit 7 Leuten hier unter sehr guten Bedingungen eine Modellbahnanlage gestalten. Für die Bassumer war es der Entscheid, eine Halle unweit des Bahnhofs zu bauen. Sie ist das Domizil für ihre Traumanlage. Wir stellen hier den Bassumer Bahnhof mit seinen beiden Ausfahrten dar, mit dem Abzweig Sulingen und die Ausfahrt Richtung Bremen. Und dann gehen wir aber auch auf Fantasiestücke wie über das Allertal. Auch Norddeutschland ist ein reizvolles Modellbauthema, wenn die Motive so perfekt umgesetzt sind. Für die Herstellung der Baumrinde verwende ich Grasleim von der Firma Noch und 2 verschiedene Körnungsgrößen an Streumaterialien. Die Tanne und die Birke haben wir jetzt fertig belaubt. Die Ergebnisse durften für sich sprechen. Und dann hat mich dieses umständliche Rangieren oder diese Behinderung des Straßenverkehrs als Motiv, das hat mich irgendwie gereizt. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.